Arm, verdammt nochmal. Es ist heute, glaube ich, der zweite Tag, wo es halbwegs schönes Wetter ist dieses Jahr. Und ich muss langsam anfangen zu trainieren. Wir sind umgezogen, beziehungsweise müsstet ihr eigentlich, glaube ich, wissen, dass wir sogar umgezogen sind. Ich wohne jetzt direkt am Nidderradweg. Es ist perfekt zum Inlinerfahren. Bin wieder mit dem Power Slide Next unterwegs und diesmal in die andere Richtung, also nicht Richtung Frankfurt, sondern Richtung Quelle der Nidda zum Nidda Stausee. Und das ist dieses Jahr mein Ziel. Ich möchte bis spätestens in den Zeitraum Ende Sommer, Schulferien, möchte ich es schaffen mit den Inlinern und einem Rucksack von Florstadt aus zum Nidda Stausee zu fahren, eine Runde zu baden und wieder nach Hause. Das sind ungefähr 70 Kilometer. An sich ist es gar nicht so viel. Nur ich bin jetzt von meinem Wohnort eine Ortschaft weiter. Da hinten ist die Autobahn und ab jetzt wird die Landschaft fotografisch gesehen richtig geil. Es wird ein bisschen hügelig, man ist ab vom Schuss, aber es kommen auch extrem viele Steigungen dazu. Und ich werde mich jetzt über die Zeit so ein bisschen rantasten. Ich habe jetzt hier den Break gemacht, das sind knapp 13 Kilometer, fahre ich wieder zurück, also ne Quatsch, muss ich mal gucken, was das macht. Entschuldigung, insgesamt 13 Kilometer, jetzt sind es 6,3 Kilometer, wieder zurück, 12, knapp 13 Kilometer. Dafür, dass es jetzt echt spontan war, zum Abend hin, perfekt, wie gesagt, erstmal wieder einfahren und ja, gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall an meiner kleinen Journey teilhaben lassen. Ich mache gleich wieder nach Hause. Hab Hunger. Ciao, ciao.